Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Nutzer, und willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Erlengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen... Auf Lisch. Der lieben Erlengrad. Die liebe Karte, ja, ja. In letzter Zeit struggle ich schon mal ein bisschen bei der Ahnung, da habe ich so das Gefühl. Nein. Nee. Ja, egal. Ja, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge fertig gemäht, beziehungsweise ich habe fertig gemäht, Philipp hat sich an Schwaden gemacht. Und, ja, es wird natürlich ewig dauern, das heißt, ich miete mir heute den zweiten Schwader und, helfe dem Guten mal, weil ich bin mit dem Main durch soweit, wenn ich keine Wiese vergessen habe, was ich nicht hoffe. Ja. Die neue Wiese hast, die überm Hof. Die unterm Hof. Die unterm Hof ist momentan unwichtig. Ja, die haben wir sowieso gewendet, also und dem her. So, fahren wir wieder hoch. Aber dann mietest du gleich eine größere, dann kannst du gleich die große dahin machen. Ja, dann ist die Frage, soll ich einfach gleich mal schnell nicht viel, ne. Nee, viel ist zu arg. Wir brauchen vielleicht noch Geld für das Gebiss. Ja, ja. Das, wobei es ist, glaube ich, nicht so teuer ist, das Gebiss. Glaube ich eher 10.000 nicht. Euro pro Miete sind es halt doch. Ja, okay. Ich muss jetzt erstmal meinen Traktor waschen. Der sieht aus. Und das Mähwerk. Eieieiei. Das kann keiner sich sehen. Nee, nee, nee. Will ich nur mal überlegen. Packt der Kleine? Ja, doch, muss da eigentlich schon. Oder ansonsten nehme ich halt den B-Traktor, schafft es auch. Ich nehme leicht in den B-Traktor, schafft es leicht. Wobei jetzt der 80er O-Schaffer kannt. In der Ebene auf jeden Fall. Wenn es ein bisschen an Berg. Ja, muss sie halt schon blumen. Das muss man sagen, ja. So. Wir müssen vier Eis mit rausfordern, wenn wir schon die Leistung haben. Ja, zum Schluss wird der Motor zu Hause. Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber. Ja, wenn das jetzt so stark blumen muss. Und nee, wir haben es doch Sommer. Wobei es ja aussieht, wenn es ein bisschen bewölkt wäre. Aber in die Richtung. Ja, der kann schon heiß werden dann, aber du magst halt dann einfach aus Luftfilter halt ausblosen. Dann geht's weiter. So, Scheiben, Auspuff, Sonne glänzt wieder, ne? Ja. Sieht gut aus, kann man so lassen. Moment, ich mach Radio an hier. So, warte. Oh, wir müssen das Ganze mal durchreparieren. Ja. Nee, den das. Wissen wir mal. Oh. Das war das. Okay, das war's nicht. Schade. Ich dachte, das ist. Haben wir Dinge jetzt nicht mit drauf? Okay. So. Was denn? Wobei brauchen die Mehrwerke reparieren? Kommt drauf an. Warte, ich guck mal. Ich guck mal nach, aber wenn sie das im Menü nicht anzeigt, muss er noch nicht reparieren. Nee, wird noch nicht angezeigt. Du hast es sehr repariert, soweit ich weiß, ne? Ja. Ja. Ich habe gerade, weil ich mal irgendwie gehört habe, man kann auch mit entweder Steuerung, Tab oder irgendwie sowas normal tappen, ohne dass man den Mod mit drauf hat, aber hat dann nicht so ganz funktioniert. Und Steuerung Alt und Tab bringt nicht viel, weil dann tappst du nur zwischen den einzelnen Sachen, was du offen hast. Und das wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht. Deswegen war da kurz der Ton und Spiel weg. Aber doch, ist noch alles da, wunderbar passt. So. Jetzt sollen wir halt nicht zu weit rüberfahren. So, können wir stehen lassen. Uiuiui. Sind wir leicht an unser Dreieck rangekommen, aber nur minimal. Zack, haben wir wieder dran. Na, räumen wir mal meinen Stein, parken wir mal hier ran. So. Motor aus. Beziehungsweise Handbremse nochmal schnell rein. Können wir hier aussteigen. Die werden wieder zumachen. Oh, dann schwimmen wir uns den guten MP-Truck. Oh, Tür die Fresse gekriegt, unangenehm.
So, Tür klopf, zu. Klopf, wer ist da? Die Tür. Oh nein, die Tür versucht einen Attentat. So. Dann fahren wir das erste Mal unseren neuen Leben. Ah, auf gerade. Ja. Aktuell erschlagen, Bauer. Dann fahren wir unser erstes Mal den E-Betrag, den 900er E-Betrag mit die breiten Schlubben. Oh. Da ist schon was Feines, du. So. Dann fahren wir mal zum Händler runter, haben wir zwar noch kein gemietet, aber. Kann man heute gar nicht machen, ne? So. Rechts kommt immer nix. Und wie wir hier auf der Erde gerade. So. Uiuiui, ist so viel Verkehr. Eieiei. Weiß gar nicht, ich habe jetzt mein Gewicht. Na egal, das lassen wir uns einfach mal. Oh Gott, dran. Aber da miete ich den Kuhn, oder? Ja, ja. Oder den Zweikreiseln schön aus dem. Weiß gar nicht, ob wir mit einem drauf haben. Ich glaub's aber nicht. Nee, haben wir nicht normalerweise. No. So, dann mieten wir uns ganz kurz einen. Schwarzer da. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ah, der wäre der gute Kuhn. Na, mieten. 1500, das geht eigentlich klar. Haben wir gerade Geld abgezogen gekriegt? Ich bin ehrlich, ich habe nicht aufgepasst. Also ich habe kein Geräusch gehört. Und ich weiß nicht, ob wir weniger haben jetzt. Steht's dran? Es steht dran und ich kann es auch anhängen. Aber es hat kein Geräusch gemacht, dass das Geld weggegangen wäre. Ja gut. Ist auch nicht schlimm. Leider hat der Händler gesagt, oh, jetzt hast du von mir letztens so gut eingekauft, den gebe ich heute mal umsonst. Kann ich zwar nicht glauben, aber gut. Doch. Wo bist du gerade tätig? Über dem Hof. Okay, dann soll ich dir da helfen oder soll ich gleich auf die große Wiese rüberfahren? Fahr gleich zur großen Wiese. Okay. Bin hier eh schon fast fertig. So, dann werden wir da ein bisschen normal reinschwaden und dann werden wir wahrscheinlich spätestens auch in die Timelapse übergehen. Hätte ich hier unten gleich auch schon reinfahren können, ne? Naja. Ah, hier fahren wir jetzt aber hin. Klappen wir den mal auf. Dann müssen wir dann mal schauen. Der geht bis zu 18, ne? Oder mal gucken, wie er es denn packt. Erstmal anschalten, den Eumel. Ja. Bis dato. Sieht's gut aus. Der ist natürlich auch nicht allzu schwer, also in dem her. Ah, da hinten sehe ich dich. Ah, oh, ja, bei uns geht's die Sirene. Okay. Oh ne, das mit der Lenkachse, mit den gelenkten Reifen hinten. Habe ich auch. Ja, aber rückwärts fahren mit dem, wenn er noch in der Kurve steht, ist unangenehm. Stell dich nicht so an. Ey! Nee, was Spaß kenne ich ja. Ist speziell. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Weil der kein Wurmschwader hast, rückwärts fahren musst. Ja. Rückwärtsgang rein, Vollgas rückwärts. Den drückt er schon irgendwie hinter. So, schafft er das mit dem Gang? Oh. Wenn wir in Fahrt sind, dann dürfte es eigentlich leichter schaffen. Ja, dann schafft es auch leider. Gut. Mal gucken, ob wir in Schwung bleiben. Also bis darum macht sich der Kuhn am Hang ganz gut. Ja, nichts flacken lassen.
Ist ja auch ein Standard, wäre ja schlecht, wenn es nicht so wäre. Ja, nee, ich meine halt immer, dass das zu steil war. Dass es dann aber nicht mehr aufsammeln hätte können. Aber er hat es geschafft. Ich bin jetzt gerade auf der Straße bergauf. Hm? Wieder ein Wiese hoch. Also hier stimme ich hier gar nicht. Nein? Warum auch? Ich hab den. Ich weiß gar nicht, ist der doppelt so groß? Du hast 9 Meter, ich hab 6, glaube ich. Hast du überhaupt 6? Ich hab 5,9. Oder sowas, irgendwie sowas, ja. Nicht ganz doppelt, ja, aber. Oh, der geht aber richtig. Bergab, Alter. Was, der Bürger? Mhm. Ja, Bürger. Also waren die Strahler vorher auch schon? Ne, die haben wir neu, ne? Oder? Ich glaube, die habe ich dazu gemacht, ja. Ja, wegen dem Update. Ne, ich meine nur wegen dem Update hat er die neu dazu gekriegt. Als Auswahlmöglichkeit. Aber ich war der Meinung, die hat er vorher nicht. Sonst hätte ich die ihm auf jeden Fall drauf gemacht beim Kauf. Hm. Keine Ahnung, ich habe den die halt jetzt mal geschenkt. So. Ja, ne. Ich finde es ja gut, weil die, dann hat er einmal mehr Ausleuchtfähigkeit. Ja, ja. Und sieht auch einfach geil aus. Habe ich doch was Gutes gemacht, jawollo. Ja. Oh, Alter. Ah, ich hätte jetzt auch. Na egal. Muss ich halt das später machen. Aber den Häckselaufsatz haben wir jetzt gekauft. Ja, ja. Die Frage ist halt jetzt, sollen wir die Pickup dann auch gleich kaufen? Jetzt werden wir. Weißt du, wie viel kostet denn die? Habe ich gar nicht nachgeschaut. Man muss natürlich sagen, weil aber die Pickup von Camper, die ganz hinten kostet 20.000. Ist halt die Frage. Gibt's aber als Pöttinger. Also das Ding ist halt, wir werden so oder so natürlich mehr auf die BGA gehen, weil, Junge, das ist einfach Gelddruckmaschine. Und, ja, okay, war es schon immer. Mach jetzt mal Tempomat rein, so. Und ja, also, wir würden dann über Nacht auch wieder, ja, diesmal zwar nicht 100.000, aber 30, 40 würden wir auf jeden Fall kriegen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn wir die uns kaufen. Weil dann haben wir immer noch so um die 30.000. Ja. Flo.